Ja, herzlich willkommen zurück. Hinter mir hat Christina Kutscher schon Platz genommen und sie wird uns gleich etwas erzählen über was ein Plakat und ein Sessel über Bösewichte verraten. Viel Spaß dabei, deine Bühne, Christina, bitteschön. Plakat und ein Sessel über Bösewichte verraten. Sehr plakativer Titel, der, also es wird so halb beantwortet, aber ich kann jetzt schon verraten, dass es nicht um den Sessel da gehen wird. Ich bin Christina Kutscher, ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Videospielen. Ich habe meine Masterarbeit darüber geschrieben. Ich habe sehr lange beim Play Festival hier mitgearbeitet und die Creative Gaming Awards koordiniert. Ich schreibe über Spiele, ich beschäftige mich an der Uni damit und eigentlich habe ich aber einen ganz anderen Job, nämlich in der Medien- und Kreativwirtschaft. Aber ich durfte Anfang des Jahres, sehr gut. Ich durfte Anfang des Jahres für DG einen Artikel schreiben, der hieß, ist das noch Kunst? Und ich muss kurz den Rest ablesen. Dieses Bild könnte es kunsthistorisch so gar nicht geben. Eine Kunsthistorikerin erklärt Ungereimtheiten in Resident Evil Village und wieso sie egal sind. Die Kunsthistorikerin ist Dr. Sophia Kunze, der habe ich über 100 Screenshots von Resident Evil Village gezeigt, hauptsächlich von dem Schlosslevel, und sie hat mir geholfen, das ein bisschen einzuordnen. Und ich habe mich ausgetobt bei PowerPoint in dieser Präsentation. Resident Evil Village ist vor einem Jahr, 2 Jahren, glaube ich, rausgekommen. Und es gibt dieses eine Level, das in einem Schloss spielt. Schloss Dimitrescu. Und das Spannende daran ist, das hier ist so der Hub, den man immer wieder findet. Da kehrt man immer wieder hin zurück, wenn man eine neue Tür geöffnet hat, wenn man irgendwie ein neues Rätsel gelöst hat und da was einsetzen kann. Und das ist halt einerseits spannend, weil ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann. Wahrscheinlich nicht. Jetzt müsst ihr mir vertrauen. Vielen Dank. Man sieht es immer noch nicht, aber ist egal. Also es gibt überall in diesem Raum so Säulen und die kennt man zum Beispiel aus der Antike, von der Akropolis oder halt auch von der Kunsthalle. Das ist der Erweiterungsbau von 1919. Da sind wir also so ungefähr im 20. Jahrhundert, super grob. Das ist das Schloss, was wir sehen, bevor wir überhaupt da ankommen, was man so aus der Ferne sieht. Es sieht super ungemütlich aus, wie es aus diesem Nebel herausragt. 1 Million Türmchen, in jedem davon scheint ein neues Geheimnis und neue Gefahren zu lauern. Man erahnt schon, dass es ein Labyrinth sein wird. Und das habe ich so ganz grob im 19. Jahrhundert verortet. Also einerseits, weil Frankenstein 1818 rauskam und 1897 wurde Dracula veröffentlicht. Also ich nenne es einfach so das Gothic-Jahrhundert. Nagelt mich nicht drauf fest, aber so irgendwie in der Gotik, architekturtechnisch sind wir da unterwegs, was halt gar nicht zu dem passt, was man denn hier wieder sieht. Das da, das ist eine Muschel. Die gab es in der Romantik relativ häufig über Türen im Grunde. 1795 bis 1835 ist von Google, wenn man Romantik eingibt, finde ich ein bisschen bedenklich, weil es war ja nicht so, dass Leute irgendwann aufgewacht sind und gesagt haben, okay, ab heute alles anders, ab heute machen wir Romantik. Aber es ist ja auch nicht Thema dieses Vortrags. So, und wenn wir noch weitergehen, dann sehen wir irgendwann dieses Zimmer. Und um diesen Sessel geht es nämlich. Und wir sehen das alles ist dieses eine Level im Spiel. Und es hat ganz unterschiedliche Vibes. Vibes ist mein sehr pragmatischer, nicht wissenschaftlicher Ansatz gewesen, weil es geht darum, dass wir ein Gefühl dafür kriegen. Wir sehen das und es wirkt alles komplett unterschiedlich, aber es passt dann doch zusammen, es fügt sich zu einem Gesamtbild zusammen. Und wir haben so das Gefühl, das ist alles pompös, die Leute, die da leben, die sind mächtig, die sind wohlhabend, das ist geheimnisvoll, sie sind vielleicht auch alt, weil hier sind wir dann nämlich schon wieder im Barock, so stiltechnisch. Und das erinnert so ein bisschen an Schloss Versailles, wo die französischen Könige ungefähr ein Jahrhundert gelebt, residiert haben, bevor es keine französischen Könige mehr gab.
Die Charaktere sind unter anderem diese drei Schwestern. Und das allererste, was man sieht, wenn man das Schloss betritt, ist dieses Gemälde, was so ein bisschen an die drei Grazien erinnert. Das hier sind die drei Grazien von Botticelli. Sie wirken sehr harmlos, alles cool, easy peasy. Und wenn wir sie dann aber im Spiel sehen, sehen sie so aus. So ein bisschen Goth-Vampir-mäßig vielleicht, ohne dass es Vampire sind, aber entsprechen mehr den Vorstellungen, die wir haben. Blutverschmiert, tragen schwarz, haben eine Sichel. Das heißt, das, was wir schon in der Architektur und in dem sehen, wie das Schloss ausgestattet ist, das wird bei den Charakteren weitergeführt, dass es sich scheinbar widerspricht. Das ist die Hausherrin, Lady Dimitrescu. Die erinnert einerseits an Dior aus den 1920er Jahren. Dann hat sie so ein bisschen was von der Femme Fatale. Das hier ist ein Charakter aus Resident Evil 4. Und das hier ist, wie sie sich selbst darstellt. Das ist ein Gemälde, ein Porträt, ein riesiges, wie man vielleicht erkennen kann, was wir relativ spät im Schloss finden. Und da kommt auch dieses Zitat vom Anfang her. Dieses Bild könnte es kunsthistorisch so gar nicht geben, weil das ist es will ein klassisches Herrscherporträt sein, aber allein schon so die freien Schultern, das hätte einfach, also es hätte es nicht gegeben. Aber, dass das alles scheinbar gar nicht zusammenpasst und im Widerspruch zueinander steht, ist vollkommen egal, weil wir wissen ja, was gemeint ist und wir verstehen, was uns das Spiel über diese Charaktere sagen will. Und man kann da in die Tiefe gehen. Danke, danke. Und sich zum Beispiel die Schlüssel angucken. Das hier ist Concept Art aus dem Spiel, was man freischalten kann. Ich lese das kurz vor, was da steht. Wir entwarfen verschiedene Schlüsseldesigns. Sie sollten Lady Dimitrescus Siegel tragen und Ausdruck ihrer Weiblichkeit sein. Das heißt, selbst so vermeintlich scheinbar unwichtige Objekte wie ein Schlüssel können Bedeutung enthalten und sinnstiftend sein und uns was über die Charaktere sagen. Und das, was Sophia und ich dann quasi so als These, ist ein großes Wort, erarbeitet haben, ist, dass Authentizität wichtiger ist als Genauigkeit. Also wir können akzeptieren, dass Resident Evil jetzt in dem Fall nicht historisch akkurat ist und es ist vollkommen egal, weil die Nachricht kommt an, wir verstehen, was diese Charaktere sein sollen, wir verstehen, was uns dieses Schloss sagen will, ohne dass wir irgendwelche Stile und Epochen differenzieren müssen. Das ist vollkommen egal. Wichtig ist nur, dass es Sinn ergibt und in sich logisch ist. Und kommen wir zum Plakatteil. Hat jemand Dishonored gespielt oder weiß so grob, worum es geht? Sehe ein bisschen nicken. Also wir sind in einer alternativen, dystopischen Version des viktorianischen Londons. Also viktorianisches London, England wurde nach Queen Victoria benannt. Das ist 1837 bis 1901 gewesen. Das heißt, in der Zeit, wo auch die industrielle Revolution quasi schon stattfand, aber sich die Gesellschaft noch damit beschäftigen musste oder beschäftigt hat viel, was das nun bedeutet, wie will man leben, wie kann man sich neu sortieren. Und das finden wir auch im Spiel ganz oft. Ganz oft findet man dieses Gemälde hier, das Whale Slaughterhouse, also ein Walschlachthaus mit den ganzen rauchenden Türmchen im Hintergrund. Wir wissen, dass in der Welt, in der Dishonored stattfindet, die Walölproduktion enorm wichtig ist. Und das Bild selbst und die Tatsache, dass wir es so oft im Spiel finden, sagt uns etwas über die Gesellschaft und wie sie funktioniert und was ihr wichtig ist. Und generell gibt es sehr, sehr viele Plakate in Dishonored, die überall hängen. Da sind wir wieder beim Thema Vibe. Hier wird die Adamaya Solution beworben, also ein Heilmittel. Das heißt, da können wir jetzt alle relaten. Da grassiert eine Pandemie in dieser Welt. Seuche, die Leute sterben, werden zu Zombies. Und dieses Heilmittel ist halt überall, wird es beworben, es spielt eine sehr große Rolle. Ich mische übrigens Dishonored 1, 2 und den Standalone-DLC, aber ist egal. Was wir auch überall sehen, sind diese Wanted-Poster. Da sind wir schon wieder mehr im Wilden Westen. Wir haben den Eindruck, Kriminalität ist überall omnipräsent. Die Leute ziehen plündern und morden durch die Städte. Und dann haben wir The Grand Sir Conan Guard. Also so eine Mischung aus Polizei und Militär, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es ist auch same, same irgendwie. Und ich lese kurz vor, was hier unten steht.
Your friends in time of need, proudly serving the Duke of Sarkonis, striking out against those who break the law. Also das Poster selbst erinnert schon so ein bisschen an Uncle Sam, Mussolini, alles nicht so cool. Und die Tatsache, dass da Strikeout steht, das ist sehr aggressiv. Es geht nicht darum, irgendwie Freund und Helfer zu sein, sondern zu bestrafen. Und proudly serving the Duke, das heißt, sie dienen einem Herrscher und nicht dem Volk zum Beispiel. Und das verstärkt alles den Eindruck einer Dystopie. Wir sind hier in einer Diktatur. Es gibt möglicherweise Polizeigewalt. Da gucken wir uns dieses Gemälde jetzt an. Das ist das Gemälde des Lordregenten. Der steht hier im Mittelpunkt, er wird angeleuchtet, sein Gesicht ist erhellt und gleichzeitig haben wir aber schon den Eindruck, dass er was verbirgt, allein schon, weil er die Hand hinter dem Rücken hält. Hinter ihm steht ein Soldat, der trägt eine Pickelhaube, da sind wir gedanklich vielleicht wieder so bei Bismarck unterwegs und generell sind die Farben sehr gedeckt, dunkel, sieht alles nicht so hoffnungsfroh aus. Aber wir haben diesen roten Schimmer hier am Lordregenten, was zum Beispiel darauf hindeuten könnte, dass es das Rot als Farbe Symbol der Herrschaft ist. Wenn man genau hinguckt, erkennt man, dass es das aber auch in den Uniformen der Soldaten gibt, also vielleicht mehr Symbol der Macht. Wir finden es auch hier unten rechts auf dem Teppich, dazu kommen wir gleich. Ihr seht es hier links. Nochmal am Kragen der Uniform und man kann das Bild noch weiter analysieren. Man kann zum Beispiel so eine horizontale Trennung vornehmen. Das ist ungefähr unsere Augenhöhe. Kann man dann interpretieren, dass wir auf der Hierarchieebene deutlich unter dem Lordregenten sind. Man kann das auch vertikal trennen. Das gibt sich schon so ein bisschen. Vielleicht erkennt ihr die Säulen im Hintergrund und es geht dann mit dem Geländer weiter, dass es sich eigentlich anbietet, das da zu trennen. Und dann haben wir einmal links die Seite der Untergebenen, betont dadurch, dass sich die Leute verbeugen, kein Rot tragen. Und auf der rechten Seite haben wir dann die Macht im Grunde. Unser Augenmerk wird eh auf diese Seite gelenkt. Wir haben diesen krass roten Teppich. Wir haben aber auch, wenn ihr nochmal in den Hintergrund guckt, da zwei Leute und nur eine davon verbeugt sich. Also der Mensch, der keine Pickelhaube trägt, keine Uniform, das ist einer, der sich verbeugt. Und der Soldat direkt hinter dem Lordregenten, der verbeugt sich nicht, was uns auch sehr viel darüber sagen kann, welche Stellung das Militär oder die Polizei in dieser Spielwelt hat. Im Spiel selbst findet man das Gemälde zum Beispiel so, das hier ist der Anfang, im Grunde noch der Prolog von Dishonored 1 und wir sehen dieses Bild, es wird angestrahlt, ihr könnt so ein bisschen den Stuhl erkennen und links daneben eine Tür, dann könnt ihr ahnen, wie riesig dieses Gemälde im Spiel ist. Und wir sehen es und wir wissen sofort, wer der Herrscher ist und wie er diese Stadt regiert, nämlich mit Gewalt. Wir sehen das Militär, Polizei im Hintergrund. Die Flagge, die man rechts sieht, die macht es noch ein bisschen faschistischer und das Bild hängt in der Folterkammer. Man kann das noch so ein bisschen weiterdenken und sich noch ganz viele andere Sachen in den Spielen angucken und sich zum Beispiel fragen, warum besteht die Deko der Räume in Dishonored 2 hauptsächlich aus toten Tieren oder im Standalone DLC, Add-on, DLC sagt man, ne? Hängt ganz oft dieses Gemälde. Es erinnert so ein bisschen an den Nachtalb oder Dantes Inferno, Paradise Lost und wenn man das Spiel gespielt hat, durchgespielt hat, dann erkennt man unfassbar viel vom Ende schon in diesem Gemälde, was man von Anfang an überall sieht. Und das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Folgt mir bei Twitter, folgt dem Podcast, bei dem ich mitmache, bei Twitter und noch viel. Twitter vielleicht bald nicht mehr. Aber danke. Viel Spaß noch. Ja, vielen Dank, liebe Christina, für den Vortrag. Ich gucke mal rein, was wir an Fragen haben, beziehungsweise wir haben direkt hier im Publikum eine Frage und Kemal gibt das Mikrofon. Hi.
unterhaltsamen Vortrag. Ich habe direkt die Frage gehabt, du hast ja sehr genau hingeschaut, auch wenn du Hilfe hattest, aber ihr habt ja sehr genau auf die Spiele geschaut und ich habe mich gefragt, wie bist du überhaupt drauf gekommen? Was ist dir als allererstes in den Blick geraten, dass du gesagt hast, da muss man vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken? Also es war tatsächlich das Schloss und schon bevor das Spiel rauskam, hat man ja einige Screenshots davon gesehen und diese Dracula-Assoziation war sofort da. Und eigentlich wollte ich nur über Schlösser in Spielen schreiben. Und dann kam mir irgendwann, also dieser eine Screenshot reicht da nicht. Und dann bin ich nochmal durchs Schloss gegangen und habe mir jedes Bild angeguckt, was da hängt und die Möbel. Und ich wusste, als ich mit Sophia gesprochen hatte, wusste ich dann, wie so ein Teppich heißt, der an der Wand hängt. Ich habe es schon wieder vergessen. Aber so diese ganzen Kleinigkeiten haben wir uns angeguckt. Ja, ist einfach so passiert dann. Gibt es weitere Fragen? Hier haben wir noch eine Frage. Noch und noch eine. Zwei. Mich würde interessieren, also erstmal danke für den Vortrag. Mich würde interessieren, inwiefern ihr jetzt nur die Bilder anschaut oder zum Beispiel auch zum Beispiel aus einer Foucault'schen Perspektive sagt, es gibt einen bestimmten Diskurs zum Beispiel, der sich ja auch in Bildern ausdrückt, wie zum Beispiel mit den faschistischen Symbolen und so weiter, wie sich da zum Beispiel aktuelle oder vergangene Diskurse um Politik, Mussolini und so weiter, Faschismus und so weiter vielleicht auch quasi, also referiert werden oder aktualisieren, ob ihr da einen Blick drauf habt, das würde ich super spannend finden. Danke. Also bei den Beispielen habe ich mir das nicht weiter angeguckt, das geht dann ja auch nochmal weiter, dann guckt man sich das Storytelling des Spiels an, was passiert eigentlich, was macht man und wen spielt man und gegen wen. Und das war für mich jetzt in diesem Fall zweitrangig, weil ich es spannend fand zu gucken, wenn man nur eine sehr rudimentäre Bildanalyse betreibt und sich halt nur anguckt, was man sieht und nicht das, was man machen kann. Wie viel an Informationen kann man da dann schon rausziehen? Das war so mein Ansatz, aber es gibt ja tausend unterschiedliche Möglichkeiten, sich Spiele anzugucken und das wäre noch ein weiterer. Hier gibt es noch eine Frage. Hallo. Bei Resident Evil hatte ich so das Gefühl, die haben einfach alles zusammengeschmissen, was sie cool fanden oder was sie stylisch fanden. Hast du auch das Gefühl, dass es dort einfach nur die ganzen Artists irgendwie gesagt haben, wir schmeißen das alles zusammen oder steckt da auch mehr dahinter, dass die bewusst bestimmte Stile genommen haben, um was auszudrücken? Also ich glaube sowohl als auch, weil man kann natürlich sagen, hey, ich finde diesen Sessel vom Design irgendwie cool, deswegen nehmen wir den, aber wieso finden Sie den cool? Und wieso haben Sie das Gefühl, das passt dazu? Und man muss ja nicht sich angucken, okay, das kommt jetzt aus dem Barock und vielleicht hat das dann was mit Herrschern zu tun und das ist genau die Assoziation, die wir wecken wollen. Es reicht ja schon, wenn die Menschen, die diesen Stuhl designt und da reingebracht haben, sich überlegt haben, okay, es muss pompös sein, es muss Gold sein. Und irgendwie können wir das aus dieser Epoche, ich weiß nicht, ob ich deine Frage jetzt beantworte so richtig, aber also es ist eigentlich vollkommen egal, ob man ganz genau weiß, woher das kommt. Und ich will ja nicht antizipieren, was die Entwickler sich dabei gedacht haben oder Entwicklerinnen. Ich glaube, der Schlüssel zeigt ganz gut, dass da teilweise mehr Gedanken drin stecken, als man denkt. Und selbst wenn nicht, so die Message kommt ja an bei uns, glaube ich. Wunderbar. Wenn ich so in die Runde gucke, gibt es aus dem Publikum keine weiteren Fragen. Im Stream haben wir auch keine Fragen mehr. Ich sage nochmal, ich fand das ganz, ganz toll und ich finde, man kann da auf ganz verschiedenen Ebenen quasi auch medienpädagogisch getriggert werden. Also ich kann sowohl quasi historische Bezüge überprüfen oder mir eben anschauen, aber auch dieses Kultur-Kunstgeschichtliche. Und das fand ich total spannend, weil ich bin jetzt... Und es hat auch was wiederum mit Achtsamkeit zu tun. Take a Breath passt zu unserem Festival-Thema im Sinne von achtsam durch die Räume zu gehen und zu schauen, was ist da denn eigentlich gerade aufgehängt in dieser Folterkammer oder halt auch in den schöneren Salons vielleicht. Liebe Christina, vielen herzlichen Dank dafür. Du hast schon angedeutet, vielleicht bist du nicht mehr bald auf Twitter. Wie könnte man aber trotzdem in Kontakt bleiben? Gibt es vielleicht Chrissy Kills bald auf Mastodon oder wie? Ich glaube nicht. Nicht? Also okay, dann schnell jetzt auf Twitter folgen, dann kriegt ihr bestimmt noch einen Abschiedstweet mit und dann sind wir auch hier bei Creative Gaming immer sehr froh, wenn du unser Gast bist. Du hast ja auch erwähnt, dass du auch mit dem Team warst vor Zeiten. Und ja, das war es an der Stelle mit den
deutschen Beiträgen vorerst. Wir haben jetzt gleich zwei englische Vorträge und dann nochmal zwei deutsche Beiträge. We will switch over in a few seconds to the next speech or talk in English. And a very warm applause for Christina. Thank you very much. Short break, we will see in a few seconds. Thank you.